Der bayerische Löwe steht wie kein anderes Tier für unseren Freistaat. Diese ganz spezielle Ausgabe steht aber für Innovation und zukunftsorientierte Unternehmensführung. Genau dafür ist die Firma Minecore mit dem AXIA Award ausgezeichnet worden. AXIA Award ist eine Ausschreibung, die von Financial Times und von Deloitte veranstaltet wird, mit Unterstützung, wissenschaftlicher Unterstützung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und es geht darum, dass also Unternehmen gesucht werden, die besondere Werte darstellen für die Zukunft zum einen. Zum anderen, es geht darum, Werte zu definieren. Es geht darum, auch die Gegenwart zu meistern. Und das dritte war für soziale Engagements. Besonders eine Idee hat die Jury vollkommen überzeugt, den Preis nach Unterfranken gehen zu lassen. Hat Minecore doch im vergangenen Jahr den Posten des Innovationsscouts erschaffen. Ganz besonders wurde hervorgehoben, dass wir einen Innovationsscout haben. Das heißt also, wir haben einen Mitarbeiter, der nach Innovationen sucht, losgelöst vom Tagesgeschäft. Und ähnlich wie bei Bayern München ein Scout unterwegs ist, um junge Talente zu suchen, auch so haben wir einen solchen, aber Innovationscout, der versucht, neue Technologien für uns zu finden. Und erste Erfolge haben sich hierbei schon eingestellt. Schließlich wächst der Hersteller von Kunststoffrohren mit enormer Geschwindigkeit. Waren es vor 4 Jahren noch 100 Mitarbeiter, arbeiten mittlerweile 460 Menschen für Minecore und die Schwesterunternehmen Minetools und Minepix. Produziert wird dabei entgegen dem Trend ausschließlich in Deutschland. In der Produktionsstätte in Knetzgau im Landkreis Haßberge entstehen täglich mehrere Kilometer Kunststoffrohre. Ob groß, ob klein, mit Dichtring oder ohne, die Palette ist schier endlos. Im Alltag treffen wir unbemerkt ganz oft auf die Produkte von Minecore. Ob in unserem Auto oder in der heimischen Spülmaschine. Die Anwendungsgebiete sind weitreichend.